herzlich willkommen, Personaltrainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalem Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Ramona führt uns jetzt die Übung Waden heben im Sitzen vor. Ramona, da kannst du loslegen. Einmal ganz wichtig, wie man jetzt hier sehen kann, von der Einstellung. Die Knie sollten vorm Polster sein. Nicht, dass das Polster direkt auf die Kniescheibe drückt. Dann unten von der Fußstellung. Das Ganze so aufstellen, dass die Füße bis zum Fußballen aufgelegt sind. Und jetzt kannst du mit der Bewegung beginnen, Ramona. So weit wie möglich absenken und dann so weit wie möglich die Fersen anheben. Langsam wieder runter, so weit wie möglich vordehnen und dann wieder in die Kontraktion gehen. Genau, die Füße stehen auch sonst von der Fußstellung neutral, wie man jetzt gleich sehen kann. Das heißt eine ganz normale, funktionale Fußstellung, hüftbreit und die Fußspitzen leicht nach außen rotiert. So, und das ist die ganz normale Variante. Wenn man das Ganze jetzt lasttechnisch etwas verlagern möchte, kann man die Fersen einmal nach außen drehen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. So, jetzt nochmal abgehen und nochmal nach oben. Und jetzt merkt man nämlich eine unterschiedliche Lasteinteilung im Bereich der Waden. Somit, wenn ich nach außen drehe, belaste ich ein Stück weit mehr den inneren Anteil der Wadenmuskulatur. Und wenn ich jetzt mal das Ganze umgekehrt mache, die Fersen nach innen fahren. So. Und jetzt nochmal das Ganze und anheben. Jetzt hat man mehr die Last auf dem äußeren Wadenmuskel im hinteren Bereich. Wichtig, das Ganze ohne Schwung ausführen und darauf achten, wie man bei Ramona jetzt auch schön sehen kann, dass sie den Rücken hinten gerade hat, nicht wippt und unten natürlich der Sitz geht mit und somit haben wir hier natürlich keine Überlastung der Lendenwirbelsäule. Das ist Wadenheben im Sitzen. Erstmal die neutrale Ausführung, wird zum Erst gezeigt und dann zwei Varianten, Arme mit den Fersen nach innen gedreht und einmal mit den Fersen nach außen gedreht. Wadenheben im Sitzen.